Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, erstmal wieder ein dickes Sorry für gestern am Samstag. Da ist Scum leider ausgefallen. Das Ganze lag ganz einfach daran, dass ich die Steffi nicht wachrütteln konnte. Sie hat sich ja am Ende der letzten Folge auf der Couch hingeflezt und nach der langen Pilgerreise erstmal einen ganzen Tag durchgepennt. Nein, das glaubt mir doch keine Sau. Ich habe einfach am Freitagabend keine geschafft, im Voraus aufzunehmen. Aber die Geschichte ist so ganz cool. Steffi ist auf jeden Fall jetzt definitiv ausgeruht und freut sich auf ihre Urlaubsfolgen. Die paar, die wir jetzt machen werden, mit ein paar Plänen, die ich als Mini-Events dabei habe. Gut, ansonsten ja, müssen wir uns erstmal sauber machen und, ne, und dann ein schönes Urlaubsdomizil aussuchen. Das wird auf jeden Fall lustig. Ein bisschen Community-lastiger will ich das planen. PvE, PvP, so alles ein bisschen gemischt. Gut, ja, kommen wir direkt zu Top-Kommentaren des Tages. Das erste wäre von Galeno. Galeno schreibt, hallo Steffi, hab ich das richtig gesehen, dass aus deiner Umzugskiste Waffen fehlen, die ich mit Graf reingemacht habe? Also mal ganz ehrlich, wenn sich da einer bedient hat, ist es schon eine Unverschämtheit. Und derjenige sollte diese wieder zurückgeben. Habe auch noch ein Screenshot, dass die Waffen drin waren. Der Graf hat es auch. Ich habe den Screenshot auch gesehen und ja, mir ist nicht aufgefallen, dass was fehlte, weil ich die Waffen da nicht reingelegt habe, aber es scheint sich tatsächlich einer an Steffis Besitztümern bedient zu haben. Aber meine eigene Schuld, ich hatte ja immer noch keine Schlösser in den Türen. Ne? Das ist es ja. Gut, ich denke mal, der wird sich schon melden. Ne? So, das war der Top-Kommentar, ist ein bisschen länger und das dreht sich um mein PC-Upgrade. Mittlerweile ist es kein PC-Upgrade mehr, was ich mit meinem mache, mit dem ich da gerade die Aufnahme aufnehme. Nein, mittlerweile entsteht ein ganz eigener neuer Rechner. Ich habe jetzt ein Case, ich habe ein Motherboard, ich habe ein i7 10. Generation, ich habe ein neues Netzteil. Das sind die ersten Teile, die jetzt angekommen sind. Morgen, nee, gar nicht, was kommt noch? Netzteil habe ich. Ach komm, ich komme ganz durcheinander. Morgen kommen nochmal zwei Teile. Und das will ich als Video zusammenbauen. Ihr werdet mich wahrscheinlich in Stücke reißen. Aber ich gebe mir große Mühe. Das Kommentar lautet, hallo Tim, Timmy, die Pilgerreise fand ich super. Das freut mich schon mal mega. Ich dachte, die wird zu lang. Aber die war zeitlich doch ganz gut im Rennen, glaube ich. Ne? Hatte selber nur Fertig-PCs und mir jetzt einen selbst gebaut. Hatte das irgendwas H1 als Case genommen, dazu zwei SSDs für die Daten und eine M2 SSD für Windows. Die RTX 3080 soll es bei mir auch sein. Genau, das ist mein Plan auch noch. Den bekommt man momentan aber nicht. Hab den i7 9009K, 9. Generation also verbaut und 32 GB. Also schon sehr geile Specs, also ein guter Rechner, definitiv. Programme zum Clooney gibt es ja genug. Noch Windows als iOS erstellen und man kann den PC über USB booten und Windows zur Not darüber installieren. Mein Mainboard wird das, was beim Mainboard auf das aktuelle BIOS-Update achten und dein Vorhaben sollte nichts im Weg stehen. Das liest sich schon super kompliziert und ich habe jetzt schon richtig Angst und ich werde das als Video machen. Ich werde heute Nachmittag mich hinsetzen, an Wohnzimmertisch, Handy ordentlich hinstellen und dann gibt es ein interessantes Video, wie Tim einen PC zusammenbaut. Wie gesagt, Case habe ich. Was habe ich denn alles bekommen gestern? Also das Case ist gestern gekommen. Ich glaube, der Lüfter ist gekommen, genau, der Lüfter, der Prozessor i7, 10. Generation und das Motherboard. Den werde ich euch alle vorstellen, die Teile und was sie drauf haben und sowas. Ich werde mich da ein bisschen mit euch Mühe geben. Vielleicht werden zwei Teile, vielleicht wird es nur ein Teil, den schneide ich dann zusammen. Kann ich noch nicht sagen, wird aber auf jeden Fall wirklich lustig werden, denn ich habe das so noch nie gemacht. Eventuell muss ich noch einen Feuerlöscher dazu bestellen. Okay, sorry, los geht's auf den Server. Wir müssen jetzt erstmal uns ein wenig um die Steffi kümmern. Sie ist schmutzig. Sie ist äußerst schmutzig. Ich habe was vergessen. Ich bin sofort wieder da. Wir wachen in der Wohnung auf. Oh, meine Knie. Thank you.
So, da sind wir, sorry. Wärmeleitpaste habe ich natürlich auch noch am Start. Ist mir gerade auch noch im Auge gefallen. Und bis hierhin war das Ganze noch ganz günstig, bis auf so ein Motherboard und so. Das kostet natürlich ein bisschen was. Gut, was haben wir denn jetzt hier an Schildern? Viel Spaß damit. Gruß, Pfleger und Bulli. Ach da. Heide Witzka. Das werde ich nur als super Ersatz da lassen. Warum kriege ich denn 1000 Money? Heide Witzka, guckt euch das mal an. Aber ich zerstöre mal die Schilder, weil die stören in der Wohnung. Oh, das geht mal schnell. Kann ich das jetzt als Admin deswegen zerstören oder ist das normal? Aufgabe. Schloss. Ja, das hatten wir so schon erledigt unterwegs. Und dann fehlt dann Schloss. Stimmt überhaupt nicht. Da ist eins drin. Na, falscher Knopf. Habe ich selber reingebaut. Noch alles da. Ja, das ist. Das, jetzt habe ich den Screenshot natürlich nicht vor Augen. Mann. Und ja, für mich sieht es aus, wo wir da abgehauen sind. Aus der Area, ne? Oh Gott, guck ich mal mein Inventar an. Ich muss gleich mal ein bisschen aufräumen. Da fehlt kein Schloss. Da müsste auch eins drin sein. Kiste geht zu. Hä? So, da ist auch eins drin. Und hier. Zerstören. War auch eins drin. Seht ihr, dann haben wir überall Schlösser drin und da kommt dann kein böser Bub mehr rein. Wie gesagt, das war ja dann meine eigene Schuld. Man konnte über den Balkon hier auf jeden Fall irgendwie eindringen. Das war möglich, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann konnte man ja einfach reinlaufen, während wir eine gesamte Pilgerreise gemacht haben. Witzig. So, ich nehme mal die große Kiste jetzt hier als neu. Nee, Quatsch, das ist ja mein Lager hier. Wartet mal. Das bietet zwar nicht allzu viel Platz, aber da können wir erstmal so einen Kram reinschmeißen, den wir gerade nicht brauchen. Das macht überhaupt kein Geräusch, voll ungewohnt. Einen Fallschirm reinlegen. Oh, doch, ich lasse das so. Das triggert mich jetzt so. Ich muss das richtig rum reinlegen. So. Die Hunter lassen wir auch hier. Wenn sie passen würde. Oh, da passt sie auch rein. Das schwarze Rucksack in neu. Wir haben ja jetzt wirklich alles ganz schön ranzig. Ich hatte tatsächlich keine roten Pullover. Ich glaube, wir switchen mal, obwohl ich weiß nicht, wie der Zustand des Pullovers ist. Und keine Jeanshose. Ich dachte, ich hätte eine Jeans drin gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Wer klaut denn Steffi Jeans? Das macht da keiner, glaube ich nicht. Na, dann haben wir noch Munition, Waffen etc. Nähzeugs habe ich auch noch gebunkert. Und warum auch immer Orangensaft. Und dann werfen wir das hier auch noch rein. Sortieren machen wir auf jeden Fall später. Da habe ich keinen Bock drauf, eine ganze Folge das jetzt zu tun. Ach ja, die Wahl, die nehmen wir mit als Fernkampfwaffe. Nahkampfwaffe. Fernkampfwaffe ist die M1891. Das Schöne an dem Ding ist ja, die hat ja keinen Clip, ne? Die schießt ja so. So, die haben wir dann mal auch. Die Sachen sind ja damit dann auch gebunkert, ne? Das ist natürlich ein Träumchen. Hatte ich noch Geld drin? Oder wurde Geld auch rausgenommen? Ich weiß nicht, ob ich Geld drin hatte. Ich will jetzt nicht irgendwie erzählen, dass hier einer groß geklaut hätte, ne? Das wäre nicht so mein Plan gewesen. Deutscher Helm, Zweiter Weltkrieg. Ein paar Sack Reis. Ach, das ist ja immer noch von meinem Projekt. Das muss ich ja immer noch machen. Heide Witzka. Ein UMP-Magazin. So, das passt noch. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Den Red Dot, den nehme ich nicht mit. Kleber nehmen wir mit, falls wir wieder ein bisschen was basteln können. Das brauche ich. Es fehlt das Electrical-Werkzeug-Kisten-Ding, ne? Das hatte ich auch wirklich gar nicht mehr, sehe ich gerade. So, das Bajonett lassen wir hier. Fürs K98. Das schleppen wir doppelt mit. M1-Bajonett lassen wir auch hier. Denn hier unten haben wir noch ein K98-Bajonett drin. Klebstoff-Magazine. Munition sei es schon. Schrotflinte habe ich nicht dabei. AP für die. Ja, die behalten wir. Die müssen wir voll machen. Klebstoff, wie gesagt, nehme ich mit. Mein Gott. Also, ich habe noch so viel Hunter-Munition. Das ist echt der Wahnsinn. So, Fluppentausch, das können wir jetzt noch nicht machen. Aber die sind schon mal safe. Das ist gut. Oh, was ein Chaos-Inventar, oder?
Was für ein Chaos im Winter. Schrot. Schrot. Ist das alles aus der Pilgerreise? M1 Rifle Moon. Das notiere ich mal gemütlich ohne Aufnahme. Das sage ich zwar immer und mach's dann nie. Das gehört auch noch dazu. Das gehört dazu. Kleber. Noch eins. Heidewitzka. Da werden schon ein paar Taler werden. Zucker. Und dann die ganze Moon. Ein Päckchen nehmen wir mit. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, ich werde eins zu viel, ne? So, ich bin ein bisschen müde. Sorry dafür, weil ich bin echt von der Arbeit gekommen gerade eben. Versuche jetzt noch eine Aufnahme aufzunehmen. Eventuell fahren wir dann gleich noch zum Marktschreier, wenn ich das zeitlich schaffe. Dann nimmt jetzt hier keiner Rücksicht auf mich, auf den armen Timmy. So. Wir denken eh, ich bin so müde, dass ich nirgendwo hin will. Noch mehr Heidewitzka. Das Fleisch können wir mitnehmen. Das ist in Ordnung. Das kommt. Wo haben wir das denn jetzt sortiert hier? Alter, wir haben aber schon einen guten Satz Munition dabei für das Scharfschützengewehr, ne? Ich sag, heute wollen wir erstmal eine Urlaubsstelle finden. Dort werde ich dann ein bisschen was arbeiten. Da macht die Steffi ein bisschen was das Admin, aber natürlich nur so, dass ihr das nicht seht. Ne? Also das wird jetzt wird sich nichts geben, aber das soll für andere besser werden. So, was haben wir denn jetzt hier alles Schönes drin? Ich sehe das. Alles klar. Das ist schon mal eine kleine Auswahl. Noch alles da lasse ich mal da. Das war hier Umzugskiste. Genau, die Umzugskiste war ja gemeint, ne? Ja, da fehlen auf jeden Fall Sachen drin. Ich weiß nicht, ob da noch alles da ist. Die Aufgabe löst sich von alleine. Und ich loote jetzt mal meine eigene Wohnung. Und schau mal kurz. Wir müssten Bogenschießen skillen tatsächlich. Das finde ich eine geile Sache. Was ist eigentlich mein Quiver? Da. Nehme ich mal mit. Müssen wir so ein Compompo finden. Oder irgendeinen Bogen bauen. Schaut mal, hu. Ach, es fehlt immer die blaue Jeans, ne? Die scheint echt keiner zu finden. Nur weil ich immer so viele Geschenke bekomme, möchte ich das jetzt wieder in den nächsten Folgen so ein bisschen gut machen. Und flitze jetzt erstmal. Also ich will auf jeden Fall hier so im Süden irgendwo Urlaub machen. Vielleicht hier das Dörfchen, weil es soll schon ein PvP-Ort sein. Das hier nehmen wir. Da laden schon mal hin. Weil ich da keine Probleme verursachen will, was PvP und PvE betrifft. Ne? Also da müssen auch Mülleimer. Boah! Das ist nicht mal Mülleimer. Hier, warum wirft ihr das weg? Seid ihr das verrückt? Was haben wir denn so im Müll? Ein Auto? Na, wir können. Du, ich habe großen Durst. Ach du Kacke, wartet mal. Minus 59, wir müssen uns darum kümmern, unbedingt. Ich muss jetzt einmal ganz kurz auf mich achten hier. Also wir sind nicht gewaschen, wir sind gar nichts, ne? Wir sind, das will ich ja in den Ort dann gleich machen, wo wir dann Urlaub machen. Es ist, Hunger ist safe, trinken ist jetzt eine wirklich wichtige Geschichte. Das ist Steffis Quad tatsächlich. Was haben wir denn hier alles, ne? Eine Jeans. Aber die ist nicht die richtige. Was habe ich denn hier so drin? Nichts, ne? Oh, Benzin, Ersatz, Reparierkits. Sehr gut. Reifen-Repair-Kits und das goldene Schloss noch, was ich glaube hier rein müsste, ne? Aber sie ist verschlossen, nicht von mir. Der Admin darf es schließen, die war verschlossen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. So. Steffi ist Admin, nutzt das aber eigentlich so gut wie null, ne? Nur zur Information. Für Events und sowas, das habt ihr ja gesehen in den Folgen, dass ich da kein Schmuh treibe. Ja, was sollen wir machen? Wir fahren jetzt erstmal hier aus der Safe Zone raus. Gefährlich mit einem Quad.
Batterie ist nicht so gut, aber das ist nicht schlimm. Boah, guck mal. Und mein Fahrerskill, den habe ich ja noch ewig nicht benutzt. Das ist... Da war doch schon vor kurzem noch einer dran. Braucht auf jeden Fall eine Flasche Wasser oder sowas, ne? Aber das finden wir bestimmt in dieser nächsten Ortschaft, wo ich jetzt hin will. Und dann müssen wir nicht 100 Jahre laufen. Guck mal, die Batterie jetzt, ey, krass. So eine schlechte Batterie sein. Machen wir uns mal auf die Socken. Obwohl, hier ist noch ein Supermarkt. Jetzt habe ich aber... Ja, komm, jetzt schaffe ich noch einen Start. Alles gut. Zombie down. Was haben wir denn hier alles drin? Weil hier wird der ganze Rest immer reingeworfen, ne? Den man hier so findet. Oh, oder von Zombies. Ich verstehe. Irgendwo eine Flasche Wasser, 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 Wasser. Wir müssen das übrigens ein bisschen los hinkriegen. Kein Glück. Was ist das denn hier? Mit einer Pfeile geschossen? Ja, den Bogen-Skill, den will ich noch verbessern. Das ist noch eine gute Idee, glaube ich. Nein, 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 nein. Brich ab. Setz hier so trotteligerweise hinten drauf. Moin, wie kann ich im Inventar die Sachen drehen? War das STRG, glaube ich, ne? Boah, ich bin doch so kaputt, ne? Achso, hat schon einer geschrieben. So, auf geht die Reise. Schneemänner. Also hier schmilzt Schnee nicht. Okay, wir sind nicht schnell unterwegs. Wir müssen jetzt einfach nur Richtung Süden. Querfeld ein, ist ein Quadmann. Habe ich doch die Tür zugemacht? Ich hoffe es. Oh, fataler Error. Fataler Error. Ja, der Fahrerskill ist so schlecht. So schlecht, dass wir fatal Error haben. So. Ja, ich habe so ein bisschen was vor für die Community. Ja, so ein bisschen was. Nicht Gewinnspiel, aber so, um Gottes Willen. So ein bisschen das, bisschen Spaß. Also Gebäude mit Türen, mit drei Türen, wo dann Tor 1, Tor 2 und Tor 3 drin ist und der mich dann besuchen kommt. Ne? Also wir machen das spezielle Event zu, nicht nur direkte Folgen. Dann gibt es da halt Überraschung in diesen Türen. Entweder Scheiße oder gute Überraschung. Ja, sowas zum Beispiel. Steffi will sich da erstmal ein bisschen entspannen. Fataler Error hat schon lange nicht mehr tatsächlich jetzt. Muss ich mal so sagen. Der letzte ist schon länger her. War nicht gut für die Batterie, obwohl die schon wieder geladen. Die lädt ja durchs Fahren. Wo bin ich denn jetzt hier? Einfach hier im Süden. Ist ja schon ein Eckchen, was ich da fahren wollte, ne? Oh, der Airdrop. Der könnte interessant werden. Denn da gibt es ja sowieso Wasser drin. So. Ich halte mich schon direkt an die Brücke. Also ich fahre es nicht sofort im Arsch. Also ich weiß nicht, also ewig kein Quad mehr gefahren. Oh Alter, wie kann man so perfekt vom Baum fahren? Das ist ja schon Talenten gehört da schon zu. So. Eine Brücke.
Aber sie ist ja nicht vom Baum gefahren, sie ist ja vom Baum geflogen. Was? Ich habe das immer in der Richtung gelenkt, Alter. Ich finde das Ding sowas von zu klump fahren. Für mich auch so schutzlos hier drauf, ey. Ist wie beim Motorradfahren. Ein Sniper-Shot oder so. So, jetzt müssen wir uns hier lange halten. Richtung Westen. Er dort nämlich gerne mit, aber eigentlich geht es mir fast nur um das Trinken da drin. So, up. Es fährt sich schon. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Es fährt sich schon tricky. Voll Westenbahn. Da fehlt auch wirklich die Übung, muss ich zugeben. Es ist doch nicht normal. Sie lenkt ein außer Sehen, also. Und fährt direkt vor dem Baum frontal. Aber vor jedem zweiten gefühlt. Das geht doch noch so schnell kaputt, das doofe Ding. Ist das schon da? Da kommt er erstmal. Oh, cool. Bin ich hier allein, ist die Frage. Das war aber nicht leer, es ist Sonntag. 10.03 Uhr aktuell bei mir. Und ich sehr frisch von der Arbeit wieder zu Hause. Aber ich finde die neuen Scopes so cool. Optisch einen echten Hingucker. Wo landest du, mein Guter? Ist direkt die Nase. Ist einer hinflitzt und ist das, dann hat er ein Problem. Und da flitzt keiner hin. Irgendwie wollen die alle nie zu den Airdrops. Ich bin der einzige komische Typ, der Airdrops will, glaube ich. Und das ist der größte, die größte Chance, glaube ich, eine komplett. Das war ein Zombie oder ein Schuss? Tarnungspunkte machen. Skillen tun wir auch ohne Reise natürlich. Jetzt habe ich ein bisschen Bammel, weil ich habe ein Geräusch gehört. Hat sich gehört an wie Schall. Boah, ist das gerade gut versteckt, ne? Ansonsten hat man ja hier eine sehr gute Absicherung. So, wichtigster. Ach, fuck, Pistolen, Airdrop. Immerhin hat er eine ganze Pistole drin. Ne? Was will man mehr? Das können wir austauschen. Batterie brauche ich nicht. Wo ist das gute Wasser? Das nehme ich auch mal mit. Man weiß ja nie. Bolzen. Das brauche ich momentan auch noch nicht. Eine kleine und eine große. Und eine MAE und eine Schocki. Das darf der Spieler der nächste haben. Mal wieder zu. Das Quad-Gebüsch hier, ne? So, jetzt können wir den noch ein bisschen beobachten dabei. Wir sind ja jetzt versteckt und trinken erstmal. Richtig ordentlich. Und werfen die Flaschen auch mal nicht weg. Dann können wir die am Brunnen wieder auffüllen. Kommt erstmal Wasser in ihr rein. Minus 62. Fucking Wasser, ey. Aber Zucker 104. Ich weiß gar nicht, was wir gegessen haben mit Zucker.
war kein Schall oder so, das war irgendein anderes Geräusch. Jetzt kann ich mal Quad drinnen. Welches Gebüsch war das? Da oben? Ich hab mal Quad verbummelt. Jetzt sollten wir gar nicht weg. Das ist echt gut da drin versteckt, ne? In den Gebüsch. So weit bin ich denn nie gelaufen. Ist weggerollt? Nee, ne? Handbremse gibt's nicht. Scheiße. Nach müde kommt doof, sage ich immer. Ah, ist das doch drin. Ich sehe es doch. Ich habe mich an so einen doofen Grün da geangelt jetzt. Das ist aber was nur Gestrüpp. Stopp. Ja, ich sagte diese Ortschaft, ne? Genau. Was ist denn? Dachte, der bleibt stehen. Hat das eigentlich gefunden? Bisschen. Hör doch mal auf zu rollen. Verrät's ja alles hier. Oh. Da turnt da einer rum. Oder das ist ein Bug mit der Tür. Sieht komisch aus. Die sieht auch von hier hinten weit offen aus, ne? Das ist Steffis Urlaubsort, sagen wir mal so. Ist ja auch keine Bewegung oder sowas, ne? Das sieht schon seltsam aus. Ups, das war der falsche Knopf. Ja, irgendwie so wie ausgebaut. Ne? Irgendwie stimmt da was nicht mit der Tür. Fort, wo bist du? Es rollt einfach weg. Da unten. Da hat's geparkt. Na, jetzt hat sich die Tür verändert, glaube ich. Nö. Entfernung schon mal messen? Man weiß ja nie, wer da vorbei. Ah, die Türen sind alle ganz komisch da, ne? Wollen wir in einen verbackten Urlaubstürenort Urlaub machen? Beobachte noch mal ein paar Sekündchen. Das ist aber eine schöne Scheißecke, gefährlich, ne? Snipermäßig. Warum sollte jetzt gerade da einer liegen? Wir haben früh morgens. Ja, man weiß nie in Scum. In Scum weiß man einfach fucking nie. Hey, aber irgendwas ist komisch. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Darstellung aus der Entfernung.
die Türen so komisch aussehen, genauso wie die. Die wird wahrscheinlich komplett zu sein. Wo ist er hin? Wo ist das überhaupt so diesig? Da. Das ist ja nur eine Tür, aber die könnte nach innen offen sein. Man weiß es nicht. Gott, du parkst. So, wir jetzt erstmal hier stehen lassen. Hab ich es überhaupt abgeschossen? Uah. Mann, hock dich doch mal hin. Es ist nicht mal abgeschlossen. Scheiße. Und sie hat das falsche Repair-Kit benutzt. Egal. Schnell ein Schloss bauen. Wenn es doch nur ein Kacki-Schloss ist. Wir rollen da leise rein. Nicht verstauen fahren. Das ist ja alles voller Wasserflaschen. Das ist so. Guck mal, drei. Was? Hat das für mich gehört? Aber man macht doch genau das Gegenteil. Es gibt mir doch nicht die Sachen, die ich brauche. Wir müssen aufpassen wegen den Dünndarm. Ups, sorry. Aber Wasser geht ja relativ schnell futsch. Und dann müssen wir diese Hose loswerden. Eigentlich alles. Wir müssen alle Kleidungsstücke wechseln. Und wird das da hinten weggegriffen jetzt? Das ist ja irre. Oh, und dann eine gute Idee ist, es gibt Dünnschiss. Nee, das wird nie gut gehen. Mitarbeiter-Toilette. Boah, das war ein Wasserladen hier, ey. So. Und da seht ihr jetzt die Türen. Die sind normal. War ein Darstellungsfehler. Erstmal das Urlaubsziel sichern. Mit Markierung vom Pipi machen. So, was sagt das Wasser? Ja, es geht jetzt. Jetzt muss es besser. Oh, oh. Da geht Wasser im Dünndarm und der darf nicht zu viel werden. Dann gibt es nämlich Scheißerei. Das gleicht sich aber auch schnell aus. Da gucke ich das mal an. Eine Blase passt wieder was rein. 3% da noch im Magen. Ja, das passt so ganz knapp. Ja, gut, dass ich abgebrochen habe. Auf hier. Naja, zur Not reicht erstmal das. Nein, das hat nicht gereicht. Sprühschiss incoming. Nicht gucken. Mein Gott. Durch die Hose. Na gut, wir müssen sie eh sauber machen. Es war zu viel Wasser auf Eimer. Aber wir haben immer noch. Na, jetzt geht flöten. Das war die ganze Wassertrinkerei umsonst oder was? So, es gibt mir eine blaue Jeans oder wir waschen die jetzt hier erstmal. So eine krasse Häuserfront hier, ne? Gefährlich. Was gibt Waschen eigentlich? Natürlich Survival. Oh. Das war schon besser, oder? Die Hose sah ja aus. Heidewitzka. Ja, mein Moped hat kein Schloss. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Scheiß auf die Seife hier. Urlaub schlappen. Ein K
Katana. Ein Katana ist immer ein schöner Fund. Da freut man sich, wenn man das so sieht einfach. So. Die Polizei hat dieses Örtchen hier nicht, oder? Apotheke juckt mich gerade nicht. Schule auch nicht. Kirche. Guck mal, so bekannt vorher. Aber haben wir nicht schon mal eine Hochzeit hier gefeiert? Nee, war ein größerer Ort. Ja, ich sollte es tun. Da. Spart Unmengen an Wahlmunition. So. Naja, zum Urlaub, was passiert? Es regnet. Ich wollte Sonnenschein haben und baden gehen. Aber wir sind ja erstmal am Vorbereiten des Urlaubsorts. Das ist natürlich, dann ist das normal. Das ist auch keine Enge, ne? Nein, warum so viele Schlabberjeans? Oh, das ist aber gedauert. Da oben sitzt aber auch immer ein Zombie rum, ne? Der hängt aber dann auch mal halb fest. Hä? Ist keiner. Wo ist der? Hört sich an, als ob der erhöht wäre. Naja, wir werden ihn schon kennenlernen. Da gehe ich mal schwer von aus. Wow. Das war creepy. Aber noch gut reagiert. Oh, hier ist Wasser. Also irgendwas stimmt mit den Zombies hier nicht. Die machen wir voll. Also, wenn es zu viele kleine sind, dann trinke ich zu viel. Das ist nicht so gut. Die lassen wir mal liegen. Kann sich ja einer bedienen dann und füllen. Da wir Durst haben, denke ich mal, dass wir es jetzt trinken dürfen. Ich brauche Schlösser. 10 Stück. Das hatte ich alles zu Hause liegen. Ich habe nicht daran gedacht, dass das Quad ja auch abzuschließen ist, wie ich so lange nicht gefahren bin. Beim Trinken habe ich Durst. Okay. Okay, hier waren wir gar nicht drin, ne? Also die aktuellen Hotpants sind auch nicht mehr so schick aus, ne? Drin ist da auch nichts, dann anziehen. Alte rauswerfen. So. Ja, dieses Electrical Repair Kit da, dieses große, das Kit, das finde ich irgendwo nie. Da muss man, glaube ich, in den Bunker reingehen.
tauschen. Hier sind ja alles nur Hotels und eine Schule, warum auch immer. Wasser muss man hier langsam trinken, ne? Nicht nacheinander, bringt ja nicht viel. Viel hilft nicht viel. Was ist denn das für eine Wohnsiedlung hier? Was ist denn das? Etage. Ah, das ist eine Garage, Gott sei Dank. GSG-9-mäßig reingerannt. So. Falsch. Ich find's immer lustig. So, ich möchte mich für ein Gebäude entscheiden. Das soll aber wassernah sein. Da ist mehrere Schlösser, ey. Das ist nicht gut. Wow, der Coke, ey. Schlag nicht mehr gesehen. Hat sie schon wieder auf dem Boden? Ach, da kommt wegen dem paar Slots da. Dann schieb dir doch was zurecht, ey. So. Gutes Brot. Habe ich schon. Natürlich habe ich da schon. Ich will aber das ganze Raum, die Räumlichkeit nicht durchsuchen. Mann. Ich warte ja eigentlich nichts. Ich muss mir ja nur ein Haus versuchen. Ich will erstmal gucken. Wartet. Schlösser finde ich irgendwie gar nicht diesmal. Seltsam. Alles Hotels. So. Ich glaube, das wird mein Urlaubshaus. Mit viele, viele Türen. Lumpen im Klo. Super. Das ist aber ein riesiges Haus. So. Weiter skillen. Wofür braucht man das denn hier, ne? Für Scopes und so ein Scheiß, ne? Die kannst du, glaube ich, damit reparieren. Demontieren? Was kann man so machen? Wusste ich gar nicht. Also, das war da auch voll im Arsch, oder? Nee, dafür brauchen wir diese großen Kisten. Nicht die Electrical Packets, die irgendwo doch Sinn machen würden, obwohl das nicht so wirklich elektrisch ist, ne? So. Alles dieselben Kackbuden hier. Schnorchel. Gut, der Plan. Der Plan sieht aus wie folgt. Steffi wird hier erstmal 2, 1, 2, 3 Folgen sich gemütlich machen.
Spieler werden natürlich die Chance haben, mich hier zu besuchen. Und mit ein bisschen Urlaub machen. Wir machen uns das hier ein bisschen schick. Und machen ein bisschen Party. Mal schauen, was sonst so passiert. Ausgesucht extra PvP-Zone, denn man weiß ja nie, was so passiert. Das Haus werde ich mir schick machen auf jeden Fall. Und wenn wir eher so Event folgen, ich werde so heute Abend, wenn alles klappt, damit anfangen, den Spaß damit dann durchzuziehen. Und das ist es, das Haus. Mann, was für ein Kackwetter aber auch, ne? So, müssen wir das Quadman da hier holen. Und dann muss ich anfangen mit den Vorbereitungen. Das gesamte Haus mit Eventhaus. Ich werde die Räume so ein bisschen ausschmücken. Also ich werde Admin-Sachen machen, ne? Nicht im Video. So, dass sich der Urlaubsort lohnt, für viele zu kommen. Und einfach hier mal ein bisschen zu relaxen. Aber mit der großen Gefahr, dass natürlich PvP ist, ne? So. Uschi, 0815. Ah, die Sonne kommt raus, glaube ich. Na, Gott sei Dank. So. Wo habe ich den geparkt? Nochmal Quad. Schon wieder vergessen. Es zeigt sich von allein. Ich fasse im Wasser. Mein Glück. Ein Unfugsdorf. Unfugurlaub, das wird lustig. Ich glaube, das wird ganz amüsant. Nein. Da passe ich nicht durch, oder was? Ist das so eine unsichtbare Wand? Ne. Oh oh. Nein, nicht oh oh. So, und ich muss nur immer aufpassen, wenn ich Events mache, dass ich nicht den Events der Admins im Weg komme. Und auch wenn es den Eindruck macht, dass wir uns sehr viel absprechen, tut mir das irgendwie gar nicht. Halt die Klappe da oben. Ich pack doch nur ein. Die Sonne kommt doch nicht raus. Ach, der ist dahinter. Ne? So. Wo seid ihr denn? Am Rumbrüllen hier. Das ist da in dem Haus drin, ne? Du wolltest mich essen, gib zu! Ne! Geil! STRG, drehen, rein. Wow! Ey, das, ich wollte gar nicht mehr rein, ehrlich gesagt. Ich wollte jetzt einen Cut machen. Darf ich es jetzt bauen? Diesen stillen Alarm. Was hat denn da noch? Da ist er. Nee, Quatsch mit Soße. Das ist der stille Alarm. Ich darf ihn bauen. Ich glaub's gar nicht. Ach, den musst du so bauen. Scheiße, ich werde nicht zeigen, wo ich den hinsetze. Okay, das machen wir jetzt. Mache ich jetzt gleich noch neben der Folge. Also nach der Folge. Das wird ja irgendwie. Oh, wie geil. Ich hoffe, ich kann ihn wirklich bauen. Und ich würde an der Stelle tatsächlich ein Päuschen machen. Ein bisschen was vorbereiten. Und heute Abend, weiß ich, schreibe mir bei Discord, wann es losgeht, wie es losgeht und was losgeht. Da könnt ihr hier mal zu Besuch kommen, Party machen. Wir können uns gegenseitig Geschenke machen, gegenseitig Kugeln schenken. Was ist denn? Und hier einfach mal so ein bisschen Scum genießen. Mal so ohne Pilgerreise. Bringt blaue Jeans mit, da wird sich die Steffi drüber freuen.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.